Ich bin Carolina, ich komme aus Litauen. Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin hier seit 2 Jahren. Ich heiße Muharrem, ich komme aus dem Kosovo. Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin seit 3 Jahren in Deutschland. Ich heiße Omar, ich komme aus Syrien. Ich bin 17 Jahre alt. Ich bin hier seit 3 Jahren. Mein Name ist Bashir, ich komme aus Syrien. Ich bin 19 Jahre alt. Ich bin seit 1 Jahr und 6 Monate hier in Deutschland. Ich bin Gentil, ich bin 17 Jahre alt, ich komme aus dem Südsudan. Ich bin hier seit 3 Jahren. Ich heiße Anna, ich komme aus Weißrussland. Ich lebe seit einem Jahr in Deutschland. Ich heiße Binta, ich bin fast 18 Jahre alt, ich komme aus Gambia. Ich bin in Deutschland seit 2 Jahren. Mein Name ist Nelson. Ich komme aus Indonesien. Ich spreche Indonesisch. Ich bin 16 Jahre alt und ich bin schon 1 Jahr in Deutschland. Ich bin Spresser. Ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus Nordmazedonien. Ich wohne in Deutschland seit 2 Jahren. Diese Woche wir haben über Musik also Projekt gemacht und es war Spaß. Wir haben eigene Texte gemacht und wir müssen also unsere eigenen Texte überlegen und schreiben. Manche auf Deutsch, manche auf Arabisch, manche auf Englisch, manche auf Russisch, manche auf Litauisch, ja, alle Sprachen. War schön und schwer auch Text schreiben, aber das war gut. Die Woche gefällt mir. Wir haben sehr viel zusammen gemacht. Wir haben Musik gehört und Spaß gemacht miteinander. Wir haben so viel gelacht, ja, das war sehr gut. Wir haben geschrieben für unsere Vergangenheit, wie in unserer Heimat ist, wie wir in Deutschland gekommen sind. Ich habe über meine Zukunft gesungen, und weil ich es schaffen möchte. Und ich musste auch jeden Tag hart arbeiten, damit ich morgen auf mich stolz sein kann. Also mein Text, wenn ich singe, ist, brauchst keine Angst zu haben, lass einfach die Vergangenheit, was du schon gemacht hast, und wir machen ein neues Leben in hier. So. Wenn ich in Gambia denke, dann ich vermisse meine Tante und meinen Onkel und meine Freundinnen auch. Und meine Familie ist halb hier, halb in Syrien bleibt, und ich habe Sorge. Meine Familie. Ich möchte bleiben gesund, meine Familie. Ja, das ist traurig, ich weiß, das ist traurig. Aber keine Ahnung, was ich soll machen. Ich bin hier in Deutschland und. Ja. Ich vermisse nur meine Freunde, Familie und. Ja, natürlich vermisse ich mein Land auch so. Ja, aber ich finde, ich wohne in Deutschland auch schön. Hier, ja, hier gibt es alles, kann man machen. So. Ja, man kann eine Arbeit finden. Und ich möchte Ausbildung machen, Busfahrer machen, Ausbildung Busfahrer. Ich wünsche mir, dass ich Profi-Boxer werde, weil ich mag Sport als Boxer. Ich hoffe, ich werde Profi, irgendwann. Und ich gehe zur Schule, ich möchte Deutsch lernen. Ich liebe das und ich möchte Ausbildung machen. Ich finde, meine Zukunft ist gut und so. Ja. Ich möchte gerne eine Ärztin werden und ich muss dafür 10 Jahre studieren oder Ausbildung machen. Also meine Wünsche sind, dass ich wahrscheinlich die Ausbildung abschließen kann, dann nachher einen guten Job zu haben und so langsam Träume wahr werden zu lassen. Ja, ich liebe meine Familie, alles. Und ja, never give up, Leute. Ich würde sagen zu meinen Familie und Freunden, ich liebe euch. So. Ich muss sagen, groß Hallo aus Deutschland. Große Hallo. Und ich muss sagen, ich liebe Eltern und Freunde.